Sorge man in dem Sinne, dass nichts funktioniert, dass er im Bett liegt und in der Hose macht oder nass wird und keiner kann kommen oder bis jemand kommt, ist er natürlich dann zu oder er wird alleine gelassen, ist alleine dann, wie meine Frau vorhin schon sagte, regelmäßig essen, dass sein Essen nicht funktioniert. Größte Veränderung, wie schon gesagt, so seine Selbstständigkeit, die ist konstanter geworden. Die hätten wir ihm nie bieten können, weil Eltern eben doch vorsichtiger sind und sagen, lass mal, ich mach schon, oder du kannst das nicht und hier muss er alles können oder muss es machen. Und er besteht auch darauf, das zu machen eben. Wie schon mitbekommen haben, die Türen aufmachen und Türen schließen so. Auch wenn Besuch kommt oder Gäste kommen, dass er eben die Tür selber aufmacht und sagt jetzt, wenn er geht, ich mache die Tür selber auf, ihr braucht die nicht aufmachen. Das sind für ihn schon mal große Werte, große Punkte. Und für ihn selbst auch, dass er selbst bestimmen kann, wer kommt und wann kommt. Da ist er auch uns gegenüber großzügig, wann wir kommen dürfen oder wann wir kommen sollen. Und in einigen Sachen auch bremst er uns dann aus, weil wir dann wieder zu viel für ihn machen.